Hallöchen, willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video klären wir die Frage: Ist Wish.com wirklich so scheiße oder steckt da was anderes dahinter? Ich habe mir die allergrößte Mühe gegeben, ganz sicher das herauszufinden. Hust, hust. Ja. Upsala. Ja, das sind wir auch gleich. Aber irgendwie zeigt es mir komische Sachen an. Das kann ich hier nicht zeigen auf YouTube. Danke dafür. Ja, können wir auch hier gehen. Und ihr habt auch gesehen, was ich zuletzt gesucht habe. Hahaha. Ja, wie witzig. So. Ja, Wish.com, das ist so eine Plattform, die einmal halt so aus dem Nichts gekommen ist. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt so eine Plattform, wo, also, ja, was Wish ist halt so eine Plattform, da kann man Sachen neu kaufen. Kann man auch Sachen gebraucht kaufen, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber meistens habe ich natürlich, also meistens habe ich gesehen, das sind eigentlich neue Sachen, die kommen neuwertig, also wirklich von der Fabrik. Es gibt auch hin und wieder mal mehr und mal weniger Bewertungen. Gut oder schlecht, kann man jetzt nicht sagen, weil es gibt nur gute Bewertungen, was nicht sehr seriös ist, wenn ihr mich fragt. Wenn etwas seriös sein soll, wie ein Produkt, dann will ich auch die negativen Kommentare oder was auch immer sehen oder Bewertungen. Ja, nicht nur gute, das ist für mich jetzt schon mal ein Minuspunkt. Aber naja, können wir außen weg mal weglassen. Es geht ja eigentlich doch mehr um die Produkte, weil ich selber habe schon einige Videos gesehen, wo Leute, naja, sich lustig machen, dass man auf Wish jeglichen Mist kaufen kann. Und soll ich sagen, da ist natürlich die Frage in der Luft, ist es jetzt also. Ja, auf Wish kann man halt jeglichen Mist kaufen. Es gibt natürlich auch hin und wieder Sachen, die da steht, Telefon, das und das Display oder das und das Kamera und so. Und dann ist es eigentlich ein anderes schlechtes, billiges Telefon. Aber die Sache ist einfach, dass ich habe mir natürlich überlegt, ist es wirklich die Schuld von Wish? Oder halt diese Person, wo es eigentlich ja drauf verkauft. Weil ich weiß ja nicht ganz genau, wie das jetzt funktioniert. Wirklich, ich bin ehrlich mit euch. Aber soweit ich weiß, gibt es da halt verschiedene Verkäufer eigentlich. Und ja, eben wie gesagt, vielleicht bin ich falsch. Aber wenn es wirklich so ist, dass es verschiedene Verkäufer gibt, dann ist es ähnlich wie YouTube und das bedeutet, Wish selber hat keine Schuld, weil das ja eigentlich eine Plattform ist. Ne? Es ist wie YouTube, es ist eine Plattform, wo jeder halt jetzt bei Wish halt etwas verkaufen und kaufen kann. Das ist jetzt halt so. Und ja, es könnte natürlich halt sein, dass es wirklich nicht Wish selber ist, sondern die Verkäufer sind zum Beispiel hier. Ne? Hier das Thumbnail. Ja, ich kann zoomen. Sieht man auf diesem Thumbnail, das ist ein anderes YouTube-Video, wieso ich nie wieder bei Wish Fashion bestelle. Ja, es ist jetzt halt einfach ein random Video, wo Leute zeigen, ja, auf Wish, das sieht so gut aus. Und wenn ich gekauft habe und es bestellt und es ist gekommen, es sieht so scheiße aus. Ja, also, wie soll ich sagen?
Das ist ja noch einigermaßen verständlich. Ich bestelle nie wieder bei Wish Fashion. Würde dort stehen, ich bestelle nie wieder bei Wish ohne nichts, dann würde das heißen, dass sie Wish, also die Plattform selber, dafür verantwortlich macht, dass es so scheiße ankommt, aber oder einfach so scheiße ist. Aber das Produkt selber kommt ja eigentlich von woanders, ne? Das muss man auch noch bedenken. Und dass es vielleicht auch eine andere Person verkauft, sollte man auch wissen. Also kann man nicht Wish selber die Schuld dafür geben, wenn mich fragt. Ich habe hier selber, ich habe was von Wish, aber das war ein Geschenk, das ist schon eine gute Weile her, also ja, schon recht lange eigentlich. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen kindisch für einige, aber ich wollte es einfach unbedingt haben. Es ist ein Pokémon, okay, ja, da. Oh mein Gott. Da, es ist gerade wach. Oh mein Gott, dieser Blick. Sie schaut sehr böse rein. Sie ist nicht glücklich, seht ihr? Aber das Produkt selber ist ziemlich weich. Ja, ziemlich weich. Guck mal, der Kopf. Drück, drück. Nein, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr feiner Stoff. Wirklich sehr, sehr weich. Kamera. So, jetzt. Es ist wirklich sehr, sehr feiner Stoff und der fühlt sich sehr, sehr, sehr flauschig an. Also Verarbeitung, naja. Aber der Stoff, den sie ausgewählt haben, um das zu machen, also der Stoff wirklich, der ist super weich, super gemütlich und ja. Halt toll zu haben, ja, so. Und es hat auch nicht viel gekostet, also ja, es war ein Geschenk, aber von meinen Eltern, aber trotzdem, es hat wirklich nicht viel gekostet und trotz allem bin ich selber wirklich zufrieden mit dem, was ich habe, wirklich. Ich bin eigentlich komplett zufrieden. Und ich selber bin jetzt tatsächlich schon am gucken ein bisschen, was es so auf Wish gibt, ne? Ich bin selber jetzt auf Wish unterwegs, ja, muss los, Bruder. Aber bis jetzt habe ich noch nichts richtig bestellt von da. Also ich habe wirklich nur Sachen angeguckt und ein, zwei Sachen in den Warenkorb reingetan. Aber ansonsten, ja, es ist mir so für, ja, einmal, weißt du, wenn du gerade Lust hast oder so. Ja, mal gucken, ne? Aber nochmal back to Wish. Also es ist halt so wirklich viele Male machen Leute Videos, wie sie Sachen auf Wish bestellen und nachher kommt es komplett komisch an. Ja, manchmal ist es etwas komplett anderes, als sie bestellt haben. Manchmal ist es das Produkt, was sie bestellt haben, in schlecht. Manchmal, also das gibt es manchmal, dass man etwas auf Wish bestellt und es ist wirklich hohe Qualität, also wirklich so, wie es beschrieben ist. Aber das ist nur bei solchen Dingen der Fall, wo nicht viel kosten. Sei es jetzt, ja, ich weiß auch nicht. Zum Beispiel, weiß ich, Regenschirm. Ja, zum Beispiel Regenschirm. Solche Dinger, wenn man die auf Wish bestellt, die könnten bestimmt in gute Qualität kommen. Und die würden wahrscheinlich sogar lange, lange nicht kaputt gehen. Also, es ist halt schon, die Leute sind schon, also wenn sie wirklich denken, dass sie etwas Gutes bekommen, wie ein Telefon mit UHD-Display und so für unter 100 Franken oder so, also wenn wirklich solche Leute sind schon verloren, wirklich, also sorry, aber solche Leute sind schon verloren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, die glauben, dass es so ist, und den Leuten, die das austesten. Ne? Das muss man auch wissen. Es gibt Leute, die testen es einfach, ob das Produkt wirklich so ist. Und diese Leute, von meiner Sicht aus, machen, wie soll ich sagen, was Gutes eigentlich. Denn so testen sie für uns,
ob das zuverlässig ist oder nicht. Und in den meisten Fällen nicht. Aber wirklich, wie kann man auf so ein Angebot reinfallen wie, oh, das neueste iPhone, jetzt für unter 200 Franken? Ja, das kaufe ich mir. Nein, wirklich, wie dumm muss man sein, auf so etwas reinzufallen? Wirklich. Du bekommst nirgends ein iPhone unter 100 Franken oder unter 200 Franken, jedenfalls wenn es neu ist. Wenn ein neues iPhone wirkt, das kriegst du nirgends für unter 100 Franken oder 200. Also, ja, wirklich. Man sollte nicht auf so etwas reinfallen. Weil ich, wie gesagt, ich war eine Zeit, ich bin jetzt auf Wish unterwegs und habe selber tatsächlich nicht wirklich solche Angebote gesehen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich danach suche, finde ich auch so etwas. Was ich auch gesehen habe, dass es gibt ziemlich ekelhafte Sachen auf Wish, so wie das da. Das ist so. Boah, das ist so ein Ding, wo du. Komme das Essen wieder hoch. Das ist so ein Ding, wo du wie Pickel ausdrücken kannst. Und ach, dieses Zeug, das kommt da so raus. Aber wer kauft sich so etwas? Ne, wirklich. Ich verliere die Glaube an die Menschheit. Oh mein Gott. Wer kauft so etwas? Pickel ausdrücken. Ja, keine Ahnung. Hast du nicht irgendwo einen Freund, der gerade in Pubertät ist? Nee, wirklich. Aber Pickel ausdrücken, Alter. Ja. Weißt du was? Ich kaufe mir gleich 10 von denen. Dann habe ich den Rest des Tages nichts Besseres zu tun. Oh mein Gott. Ja, das. Oh. Ja, man sieht, es ist fabelhaftes Zeug wieder. Und da wieder ein Video, Wish is fake, zum ersten Mal bei Wish bestellt, Erfahrung. Ja, ihr könnt gerne solche Videos schauen, aber, ja, von mir aus gesehen, Wish ist jetzt nicht der größte Müll, also, ja, genau das meine ich. Solche Sachen, wirklich, da, wirklich, solche Sachen finde ich. Ein neues iPhone mit All-Around-Display für 15 Euro. Boah, das ist wahrscheinlich das Angebot meines Lebens. Das kaufe ich. Ja, also wer so blöd ist, auf so etwas reinzufallen, der wirklich, der hat im Internet nichts verloren. Wirklich, ganz im Ernst. Wer so etwas glaubt, der glaubt auch, dass der Mann mit dem Van einem Süßigkeiten gibt, wenn man einsteigt. Wirklich, also. Ja. Und ansonsten gibt's eigentlich wirklich nicht viel mehr zu sagen über Wish. Also, wie soll ich sagen? Ich habe bis jetzt ein Produkt von Wish und das ist mein Plüsch da, ja. Und mit diesem Produkt bin ich jedenfalls sehr zufrieden und vielleicht werde ich mir tatsächlich mal was bestellen. Ich habe da schon etwas im Auge, werde es aber noch nicht verraten, weil ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich es mir holen werde oder nicht. Und wenn ich es dann bestelle, ob es dann überhaupt ankommt. Denn das habe ich auch gehört, dass manchmal Sachen nicht ankommen oder manchmal Sachen sehr, sehr spät ankommen. Ganz toll, ich weiß, aber so ist es halt. Aber ich habe schon ein paar Mal gehört oder gelesen, besser gesagt, dass die Bestellung früher als erwartet ankommt. Was ich sehr, sehr toll finde eigentlich, wenn es wahr ist. Wenn es wahr ist, ja. Na, tut mir leid, meine Nase ist ein bisschen zu und das ist einfach so ein mega, überhaupt nicht nerviger Effekt von warme Wohnung und kalte Außentemperatur. Überhaupt nicht nervig. Boah, es tut mir so leid, wenn ich die ganze Zeit so machen muss. Oh. Jedenfalls, das war's vom Video und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Welt. Nein, ich hoffe, ich konnte euch die Augen ein bisschen mehr öffnen, was das Thema Wish.com angeht. Und wirklich, seid nicht negativ zu Wish.
Ich würde euch raten, kauft erstmal normale Produkte, sei es ein Hut, sei es ein Radio, sei es ein Fernseher, aber nicht teuer. Ich meine wirklich so normal Fernseher, nicht so Fernseher UHD oder so, ja, wirklich normale Sachen. Probiert mal so etwas zu kaufen und ich bin mir schon sicher, also ich kann euch nichts versprechen, aber ich könnte mir schon ziemlich sicher sein, dass dieses Produkt wie beschrieben ankommt. Und auch so funktioniert wirklich. Also, ja, ich meine, wenn ihr irgendwo ein Angebot seht, wo ein iPhone für 15 € steht, dann fallt nicht drauf rein. Und ja, ich weiß nicht. Melden, kann man Sachen melden auf Wish? Ich glaube schon, oder? Nein, warte. Sorry, das muss ich jetzt gerade ausprobieren. Kann man das melden irgendwo? Nein. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, nein, das kann man hier nicht. Nein, nein, nein. Schade eigentlich. Aber am besten solche Angebote ignorieren, nicht weiter beachten und einfach weiter nach dem gewünschten Produkt suchen, bis man gefunden hat. Weil wirklich solche Produkte, das ist nur Scam, das ist Fake, das ist wirklich nicht real. Ja, wie gesagt. Ansonsten sollte Wish.com wie jede andere Plattform funktionieren. Man bestellt etwas und dann kommt's an und fertig ist, ja? Gut. Und ja, dann danke ich euch fürs Zugucken. Ja, danke, Instagram. Danke fürs Angucken und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch eure Augen ein bisschen mehr aufmachen wegen Wish.com und seid wirklich nicht so negativ gegenüber. Ja, und dann hoffentlich sehen wir uns nächstes Video, wenn es wieder etwas zu bereden gibt oder einfach irgendein Video, wo ich irgendetwas spiele oder gewinne oder verliere, was auch immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Täckchen. Bye bye. Oh, Taschkent ist sehr süß. Sie kommt außerdem von Azurlane.